Ja, heute in einer Woche geht es los, die Longines-Lumühlen Horse Trials. Wir sind alle ganz schön gespannt, was so in einer Woche passiert. Aber wir feiern im Rahmen der Turniertage ja auch immer gerne die Geschichte von Lumühlen. Und 1982, also vor 40 Jahren, fand hier die Weltmeisterschaft statt. Ein Ereignis, das die Heide, glaube ich, wie man so schön sagen kann, zum Beben gebracht hat. Und dazu gab es auch ein Buch. Das Buch der WM, aufgelegt von Just Andreas Rogge und Ed Minhoff. Und so beim Durchblättern hat man immer sehr viele Erinnerungen und eine ganz besonders. Und das ist eigentlich das Bild hier auf dieser Seite mit der beeindruckenden Kopf Nummer 1. Das ist 27, ne? Dietmar mit Foliant. Ja. Guten Morgen. Wie war das damals, Nummer 1? Ja, das war schon eine ziemliche Nervenbelastung. Und die Dressur, muss ich ehrlich sagen, lief auch nicht so toll. Wir blieben da ein bisschen oder deutlich hinter unseren Möglichkeiten, war noch ein bisschen Aufregung natürlich. Aber Gelände und Springen lief dann umso besser. Wie habt ihr dann abgeschnitten? Wir Was haben dann war? ja mit der Mannschaft die Silbermedaille gewonnen. Ja, super. Das war natürlich ein tolles Erlebnis. Ja. Genau. Helmut Retemeyer hat ganz knapp leider Gold in der Einzelwertung verpasst. Ja. Aber war insgesamt natürlich eine fantastische Veranstaltung. Und seid ihr hier auch runtergesprungen in der guten Wellenbahn, wenn man Ja, das die so nennen will? Wellenbahn, ja. War damals auch schon ein ganz prägnantes Hindernis, so im ersten Teil der Strecke. Und das ging hier richtig gut, so circa 2 Meter doch tief runter und danach dann eine lange Galoppierstrecke. Und da Ja. kam man so richtig gut in Gang. Ja, das glaube ich. Toll. Ich gehe noch mal ein kleines Stück weiter. Du bist aber nach wie vor auch im Sport, dem Sport verbunden, im Sport aktiv, sage ich mal so. Was machst du heute für die Vielseitigkeit? Ja, ich richte tatsächlich relativ viel, bin auch auf der internationalen Liste Ja. und bin da auch einiges unterwegs, auch mal in England schon gewesen und solche Sachen. Ja, auch in Lumühlen mache ich ja Ja, auch habe immer ich noch gehört. mit Genau. im Gelände. 1982 war ja Kurt Günther Jagauer als Vorsitzender vom Pferdezucht- und Reitverein verantwortlich für die Austragung der Weltmeisterschaft. Und auch da war Sponsoring natürlich schon ein Thema. Kannst du dich da an was erinnern, damals vom Sponsoring her, an ein Hindernis vielleicht? Ja, ich glaube, so groß wie heute war das alles, glaube ich, noch nicht aufgehängt. Ich erinnere mich, letzter Sprung, Moravia-Theke, noch so ein großer weißer Ja, Tisch, genau. dann ins Ziel. Ja, genau, das war sehr prägnant damals und wir sind auch regional da im Bierbereich wieder unterwegs, aber auch eine andere Regionalität haben wir. Hallo, Herr Köster, Hallo, schönen guten danke. Tag, herzlich Hallo, willkommen. hallo. Okay, hallo. Dann gehen wir mal ein Stück zu Ihrem Ja. Hindernis. Ja, Herr Köster, Sie sind auch schon so lange dabei. Normalerweise sehen Ja. wir uns immer am Sonntag innerhalb der Siegerehrung schon Ganz genau. und jetzt nochmal hier so im Gelände. Wie ist es bei Ihnen? Wie lange kennen Sie Lumühlen? Ach, also für mich ist es ein sehr emotionales Thema. Ich bin ja hier groß geworden in Salzhausen und bin tatsächlich seit 1975 dabei. Habe die großen Turniere fast alle miterleben dürfen. Auch 1982 war ich dabei und ja, freue mich jedes Jahr wieder, dass ich da sein darf. Ja, wie schön. Und deshalb haben Sie eigentlich dann auch schon Weltmeister erlebt. Sie haben wahrscheinlich damals Ja. auch Dietmar Hohgräber reiten Ja, sehen, dann, natürlich, wenn man das mal selbstverständlich. so sagen kann. Ja, dann gehen wir jetzt hier mit unserer Geländestrecke ja los und kommen auch zur Nummer 1 sozusagen, Ihrem Hindernis, dem Auftakt der Sparkasse Harburg-Buxtehude. Und ich denke, wir klopfen mal noch so auf Holz. Das machen wir jetzt einfach mal. Das bringt bestimmt Glück. Und Sie werden mit Gästen vertreten sein hier Ja. in Lumühlen und dann. Wir werden das machen, so wie jedes Jahr. Ich bin seit 2005 dabei und die Sparkasse ja noch viel länger. Wir freuen uns, dass wir hier unterstützen dürfen, dass wir als Sponsor nach wie vor gefragt sind, auch von Ihnen, Jeden und Fall. machen das sehr, sehr gerne. Und unsere Kunden, die reißen sich um die Karten, sowohl am Samstag als auch am Sonntag haben wir immer Kunden hier, die wir einladen und mit denen wir dann auch dieses tolle Fest erleben. Ja, toll. Dann glaube ich, können wir sportlich gesehen, Dietmar, uns allen auch eine schöne Zeit hier wünschen. Viel Erfolg allen Teilnehmern natürlich und allen Gästen auch hier. Schöne Turniertage in Lumühlen und dann sehen wir uns in Dankeschön. einer Woche.